beim neuen Video vom Blog der Autoblogger. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch diesmal hier ein Auto mitgebracht, das ein bisschen aus der Reihe fällt. Der Seat Leon Experience. Wir haben uns diesen Wagen in der Farbe Mediterranblau hier auf das Fördergelände oder zum ehemaligen Förderturm der Zeche Ostpol in Böhnen geholt. Stehen hier schön oben, strahlend. Blaues Wetter, so ganz wolkenlos ist es nicht, aber den Wetterfröschen nach ist es der letzte sonnige Tag in diesem Herbst und da wollen wir es natürlich nicht unversucht lassen, diesen Wagen bei schönem Licht zu zeigen. Ja, Seat Leon Experience, Kompaktklasse, Mitbewerber vom Golf, vom Skoda Octavia, von vielen anderen Autos, Astra und wie sie alle heißen. Allerdings, der Experience, wie er hier ist, hat eine Besonderheit. Es ist das Modell fürs Grobe. Er hat an allen vier Radhäusern stabile, massive Kunststoffabdeckungen. Der ganze Wagen wirkt ein bisschen gelupft. Er hat eine Tieferlegung, eine Höherlegung hat er bekommen und er verfügt über den, bei Seat heißt es Experience-Antrieb, den 4Motion-Antrieb, wie man ihn von den VW-Modellen kommt. Und damit ist er eben ein Auto fürs Grobe. Ein richtiger Geländegänger ist es nicht, haben wir ihm auch nicht zugemutet. Wir sind ein bisschen mit ihm über die Felder gefahren. Feldwege, Schotterwege, Waldwege, festes Terrain, wo auch in der Mitte mal unter Umständen die Gefahr besteht, aufzusetzen. Hat da alles super gemeistert. Ja, so eine richtige Karre zum Eindrecken ist es nicht, aber eben ein feiner Kombi, der ein bisschen im Gelände gefahren werden möchte und natürlich auch in der Stadt einen guten Job macht. Und was er im Detail kann, zeigen wir euch in diesem Film. Nach den ganzen Details zum Seat Leon Experience hier mal einen Blick in den Kofferraum. Kofferraum, nichts Besonderes, aber wie ich finde oder wie wir finden, solide gelöst, das was Seat hier anbietet. Die Öffnung der Klappe einfach schön gemacht, das Markenlogo, das S von Seat einfach reindrücken, der Griff springt raus, die Haube schwingt auf. Ich nehme einfach mal ganz locker flockig Platz hier hinten. 570 Liter haben wir zur Verfügung, eine Gepäckraumabdeckung, klar ist auch nichts Besonderes, wie immer schwingt sie schnell auf, alles schön, nichts Besonderes, vom Volumen her auch ganz schick. Wir haben, ich nehme mal eben die Stativtasche raus, Fototrolley auch, wir haben einen Ladeboden, wo Reserverad und so weiter drunter ist, um die ganze Sache eben auch schön aufzuräumen. Das Ganze hier letztendlich mit Seitenfächern, wo Verbandskasten und Warndreieck drin sind. Hier ist die Anhängerkupplung untergebracht. Eine kleine Leseleuchte ist hier. Hier die obligatorischen Haken rechts und links für die Taschen aufzuhängen. Das hat ehrlich gesagt Skoda ein bisschen eleganter gelöst. Diese rausklappbaren Haken gehören weiter hinten hin und nicht so tief nach innen. Ja, 12 Volt Steckdose für eine Kühltasche oder Ladegeräte, was uns Blogger immer wichtig ist, ist hier auch mit drin. Und der Clou ist im Grunde, ich zeige es mal, das Umklappen der Rücklehnen. Ich lasse es auf der Seite mal so, wie es ist. Da ist der Kindersitz von unserer Kleinen. Auf der anderen Seite zeige ich es euch einmal an dem Hebel ziehen. Die Rücklehne schwingt nach vorne, ist fast ebenerdig.
Man hat eine schöne ebene Ladefläche. Das Ganze kann über die ganze Breite gemacht werden. Und naja, in Verbindung hier mit der Durchreiche für Skier oder lange Teile ein klasse und solide zu nutzender Kofferraum. Ja, gleiches Auto, gleiche Stelle, andere Position der Moderation. Wir haben uns jetzt einmal, oder ich habe mich einmal jetzt hier an das Heck vom Seat Leon Experience gestellt, um da mal ein bisschen über die Details zu sprechen. Wo fangen wir an? Lass uns beim Kofferraumvolumen anfangen. Der Seat Leon Experience verfügt in seiner Standardkonfiguration hochgeklappte Rücklehne über 470 Liter Kofferraumvolumen. Für uns heißt das, der Doppelkinderwagen passt perfekt rein. Wir legen ihn flach auf den Boden. Wir können obendrauf jede Menge Gepäck stapeln für uns. Das Lauflernrad vom Junior passt auch noch rein. Und selbst der IKEA-Klappstuhl für unser Baby passt auch noch rein. Lässt sich gut beladen, der Wagen, und macht also auch da für eine Familie mehr als Sinn. Der ganze Wagen ist 4,53 Meter lang, damit also auch in der Stadt im Grunde gut zu bedienen. Es macht keine großen Probleme, ihn auf den Parkplatz zu stellen. Die Abmessungen sind eigentlich so, wie man es von einem Kompaktfahrzeug verlangt. Ansonsten, wie er jetzt hier vor uns steht, hat uns Seat diesen Pressewagen mit dem 2 Liter Vierzylinder Turbodieselmotor präsentiert. Schönes Aggregat, 184 PS. Und naja, wie der Ganze sich von vorne gestaltet, zeige ich euch jetzt mal hier bei einem Blick unter die Haube. Der Wagen, wie er sich im Grunde jetzt hier darstellt, na, komm hoch, verfügt über den bekannten VW Vierzylinder Turbodieselmotor, der eigentlich durch den ganzen Konzern verbaut ist. Seat nutzt ihn, Skoda nutzt ihn, klar, quer durch. Und ja, im Großen und Ganzen gibt es über den eigentlich nichts Schlechtes zu berichten. Drehmomentstarkes Aggregat, wir sind auf der Autobahn gewesen, wir haben ihn in der Stadt gefahren. Es gibt keine Schwachstellen. Klar, mit 184 PS geht da auch richtig zur Sache und weist da natürlich aufgrund seiner Allradfähigkeiten auch schlupffrei mit Schmackes an der Ampel loszufahren. Wie er jetzt hier als Fahrzeug ist, ist er mit dem 6-Gang-DSG-Getriebe ausgestattet. Das ist nicht ganz die aktuelle Version, wie man es zum Beispiel beim Golf kriegt. Da ist schon zum Beispiel ein 7-Gang-Getriebe, 7-Gang-DSG zu bekommen. Das täte ihm auch ganz gut. Ab und zu ist die Situation, da fehlt ihm ein Gang. Da ist er so ein bisschen zwischen den Welten und weiß nicht genau, schalte ich hoch, schalte ich runter. Beide Gänge passen nicht. Der Wagen sucht einen Kompromiss oder man kann es halt vom Lenkrad aus selber bestimmen, welchen Gang man hier halt fahren möchte. Also 7-Gang DSG wäre schon ganz schön. Und aber egal, so hat Seat bei der nächsten Modellreihe, dem nächsten Modell-Update beim Seat Leon eben noch Luft nach oben. So, und dann gehen wir gleich noch ein bisschen auf die Details, sprich technischen Daten des Fahrzeugs ein, und ich zeige euch den Wagen natürlich auch von innen. Konnektivität zeigt der Seat Leon keinerlei Schwächen. Vor allen Dingen die Nutzung von Apple CarPlay in Verbindung mit Siri macht super Laune. Aber auch an die Fraktion der Android-Nutzer und selbst Windows-Geräte werden über Mirrorlink sauber eingebunden. Allerdings, ich kann hier nur für die Nutzung von Apple CarPlay sprechen.
Nach den 14 Tagen mit dem Seat Leon Experience wird es Zeit für ein Fazit. Auch ein Fazit zu dem Filmchen, was wir hier gemacht haben. Und wie immer, beim Blog der Autoblogger, das Fazit aus dem Kofferraum. Wo fangen wir an? Im Großen und Ganzen hat uns der Wagen gut gefallen. Man kann nichts anderes sagen. Wenn man jetzt was anderes sagen würde, wäre es unehrlich. Er macht ganz vieles ganz super. Viel Spaß machen auf jeden Fall die 380 Newtonmeter. In Verbindung mit dem 4Drive kann man wirklich bei schlüpfrigen Bodenverhältnissen noch knackig sich bewegen, gut von der Stelle kommen. Hat eine ordentliche Bodenhaftung über alle vier Räder. Gut zu fahren, macht Spaß. 6-Gang DSG-Getriebe hatte ich auch schon gesagt. Okay, Seat darf die ganz aktuellen heißen Sachen aus dem aktuellen Modell ja nicht verbauen. VW mag das wohl nicht, müssen sie ja warten. Das 6-Gang DSG-Getriebe lässt auf jeden Fall Luft nach oben. Manchmal wusste es nicht so richtig, welchen Gang es benutzen sollte. Der eine war zu niedrig, der andere war zu hoch. Dann besser eben von Hand schalten, ansonsten ist es nicht ganz so cool. Ja, der Wagen, so wie er hier ist, fängt mit 34.000 Euro an. Das ist eine ganze Menge Holz. Dafür bietet er schon eine recht üppige Serienausstattung. Der Testwagen hier, Presseauto, einmal volle Hütte bis an die Zähne bewaffnet bei, was waren es, 42.195, nicht Kilometer, sondern Euro. Kilometer wäre es Marathon sozusagen, 42,195. Ja, klingt auf den ersten Moment ganz schön happig, aber wenn ihr euch mal die Mühe macht, das gleiche Auto mit der gleichen Ausstattung bei dem VW-Konzern zu konfigurieren, seid ihr eine ganze Ecke teurer. Knapp an die 50 werden dabei auf dem Deckel stehen. Und da sind dann die 42.195, naja, nicht ein Schnäppchen, aber doch schon deutlich günstiger. Wirklich grobe Schnitzer leistet der Wagen sich nicht. Das Einzige, was wir wirklich vermisst haben, was einfach ein Sicherheitsfeature ist und was in so ein Auto gehört, ist so ein, wie nennt man es hier, Seitenwarner, Rückfahrwarner, ihr fahrt rückwärts aus einer Parklücke raus. Das Auto hat keine Sensoren zur Seite, die da quasi vor dem Querverkehr warnen. Finde ich bei einem Auto in der Preisklasse zwingend, das gehört dahin. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature. Ansonsten die Kindersitze mit Isofix rucki-zucki zu befestigen. Taco, alles toll. Super schick mit dem braunen Alcantara von innen. Also wirklich toll, toll, toll. Da habt ihr ein tolles Auto, was die Optik angeht, geliefert Seat. Schön auch immer bei Seat dieses bisschen freche Design. Da ist mir Skoda bisher immer zu brav gewesen, zu hausmütterlich. Da ist Seat einfach ein bisschen mehr Emotion, mehr Spanisch, mehr Design eben. Das ist ganz schick. Und naja, wie gesagt, der Wagen hat uns viel Freude gemacht. Vom Hocker gehauen hat er uns nicht, aber es ist ein grundsolides Auto. Und wer ein Fahrzeug braucht mit Allrad, wo die Familie reinpasst, wo nicht für 3 Wochen Urlaubsgepäck rein muss, wer einen knackigen Motor haben möchte, der sollte mal einen Blick auf den Seat Leon Experience werfen. Das ist so dafür auf jeden Fall ein annehmbar gutes Auto. So, und jetzt geht es schon wieder los zum nächsten Auto. Wir tauschen diesen Wagen gegen den nächsten und naja, ich bedanke mich für eure Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, ich bin immer für Kommentare dankbar. Letztens schrieb einer, die Musik ist Mist. Ja, okay, wir wissen es nicht besser. Wir üben, wir kommen täglich hoffentlich dem besseren Video immer näher. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, immer her damit. Wir freuen uns. Und ich sage noch einmal, vielen Dank für eure Zeit. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, liked die Seiten. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Schöne Woche noch für euch. Genießt die letzten Sonnenstrahlen hier in diesem Herbst. Wer weiß, wann die Sonne wieder kommt. Wahrscheinlich erst 2017 in der Vehemenz, wie sie jetzt ist. Ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Tschüss.